So, moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battletech. Ich habe ein bisschen bei den letzten Malen schon voraufgenommen. Das heißt, jetzt, wo ich diese Folge hier gerade aufnehme, sind teilweise alte Videos noch gar nicht online. Und ja, um da nicht irgendwie so total aus der Reihe zu fallen, weil ich habe auch echt ein bisschen weitergezockt, ohne aufzunehmen, weil ich irgendwie immer mal Bock hatte auf das Game, habe ich mir gedacht, muss ich doch jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen aufnehmen, ein bisschen Update geben. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem Stand wir hier zuletzt waren. Deswegen, also ich habe jetzt nicht nochmal ins alte Video geguckt. Deswegen gehe ich jetzt gleich einfach einmal über die Sachen hier so drüber. Also was alles gerade so vorhanden ist. Die Argo ist ausgebaut worden inzwischen zu ja schon fast einem Luxuskreuzer, würde ich sagen. Das hat gar nicht mehr mit einem normalen... Es ist ja gar nicht ein Dropship, es ist ja schon ein richtiges Raumschiff. Das Dropship ist ja das Kleine, was dann hier dran ist, der Leopard. Aber da gehen wir gleich mal drüber. Ihr seht schon hier von der Struktur, sieht das ganz geil aus. Da ist nichts mehr kaputt, wie das am Anfang war. Und auch hier bei den Mechs hat sich einiges getan, ebenso bei den Piloten. Ihr seht es auch hier oben, 605 Tage noch remaining, also 605 Tage noch bis zur letzten Punktabrechnung quasi. Und ja, da ist also einiges nach vorne gegangen. Die Hälfte der Spielzeit, wenn man so will, ist gerade um. Wobei die Zeit hier ja immer relativ ist, denn man kann auf einem Planeten, wenn man da 15 Aufträge theoretisch hätte, könnte man die alle machen und es geht kein Tag vorbei. Man kann aber auch auf einem Planeten abhängen und einfach die Zeit immer vorspulen, weil man irgendwie, keine Ahnung, Mechs reparieren muss oder so. Und dann hat man manchmal ja ganz viel Zeit, die vergeht, und man hat aber trotzdem nicht wirklich was geschafft. So, weiter geht's. Gerade mal pausiert. Das ist ganz cool. Ich glaube, man merkt das da nicht wirklich, weil man kann in dem Aufnahmedings hier einfach pausierend hinterher wieder aufnehmen. Kann auch sein, dass noch ein, zwei Unterbrechungen geben wird. Ich weiß zum Beispiel nicht. DHL, dann erwarte ich noch einen Anruf. Aber das sehen wir gleich. Ich hoffe, dass das hier recht... ja, hakellos, sag ich mal, abläuft und wir einfach ganz gut vorankommen. Ihr seht hier, ein Flashpoint ist gerade aktiv. Da habe ich nämlich, glaube ich, einen angefangen. Können wir gleich mal gucken. In dem letzten Video hattet ihr ja schon, ich sag mal, einen kleinen Flashpoint gesehen. Das hier ist jetzt einer mit einer wesentlich höheren Schwierigkeit. Gucken wir uns gleich an. Was die Werte hier angeht, ihr seht, ein bisschen Kohle ist reingekommen. Ich habe nämlich die letzten Missionen immer Maximum auf Geld gemacht, also nicht mehr auf Loot. Ich hatte einen so einen Planeten, da war ich von der Schwierigkeit echt falsch, war ein bisschen zu leicht. Und da habe ich einfach immer Kohle aufs Maximum gesetzt, weil die Beute eh nicht interessant war. Naja, und dann hatte ich das Problem, deswegen sind auch schon so viele Tage um. Ey, ich bin immer mal zu Sachen hier gesprungen, wo ich dachte, geil, da ist die Schwierigkeit ein bisschen höher und dann kannst du da mal gucken, hier oben zum Beispiel. Ja, und dann war da genau eine einzige Mission, die ich machen konnte. Völlig bescheuert. Und dann musste ich halt wieder wegspringen und jedes Mal kostet das etliche Tage und das ist eine ziemliche Verschwendung. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen treiben lassen, zum einen von den Flashpoints, die ja immer mal entstehen, und dachte mir, geil, dann spielst du halt Flashpoints, wenn die dir immer so blöd kommen. Ich wollte hier unten eigentlich ein bisschen was machen oder eher noch sogar hier im Magistrat von Canopus. Ist keins von den riesigen Nachfolgehäuser-Dingern hier, aber es ist trotzdem eine der größeren Fraktionen. Naja, und jetzt hänge ich aber hier mitten im Liao-Raum, mit denen ich mega verfeindet bin, und mache gerade einen Flashpoint. Wie gesagt, Kohle schon ganz gut. Zwischendurch ist nochmal wieder, glaube ich, jemand verreckt hier, was ziemlich doof ist. Hatten wir hier Vision. Ziemlich blöd, weil hatte dann echt ganz gute Stats. So, aber naja, machst du halt nichts. Dann habe ich was rausgefunden. Den Skill habe ich sonst früher überhaupt nie verwendet. Aber der ist super geil. Und zwar der hier. Hier, Coolant Vent. Ist ja ultra stark. Also damit kann man einfach ja quasi der Mech bekommt wie so Kühlflüssigkeit oder so, keine Ahnung. Konnte man, glaube ich, bei MechWarrior 5 online ging das, meine ich, sogar auch, dass man das dann dabei hatte. Auf jeden Fall erhält der, seht ihr da selbst, direkt richtig Fettkühlung, aber dafür über die nächsten Runden bekommt man ja extra Hitze quasi. Also es verteilt sich dann so ein bisschen. Das ist aber in der Regel nicht so schlimm. Und ihr seht ja auch, das Verhältnis ist krass. Also man baut wesentlich mehr ab, als man dann wieder da akkumuliert oder so. Ja, pilotenmäßig. Ihr seht es hier, super geile Werte. Ich habe ein paar Komplettzehner. Also, ein paar schon, ne? Ich musste neue Leute anheuern, weil mir halt auch welche gestorben sind. Und zwar habe ich das so gemacht, ich habe nur reine Rekruten genommen.
Nee, stimmt gar nicht, weil auch den hatte ich irgendwann angehört. Da weiß ich gar nicht, ob das im Video war. Und ihn hier einfach wegen diesem Namen. Ebenso wie Tarzan, ja. Und Hero, weil ich habe mir gedacht, wenn einer schon Hero heißt als Held, also hier als Mech Warrior, dann muss man den ja einfach einpacken. Ich habe die nicht umbenannt. Man kann die ja customize, man kann das alles irgendwie selber einstellen. Habe ich nicht gemacht. Das ist alles hier so, wie es quasi von dem Spiel vorgegeben ist. Und naja, auf jeden Fall, die sind jetzt dabei. Hier ist vielleicht noch ein neuer Name hier, Mooch zum Beispiel. Der weiß ich nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Den habe ich auch letztens erst dazu geholt. Naja, und so sieht es auf jeden Fall aus. Ganz gutes Roster. Ihr seht, 24 Leute passen jetzt gerade maximal hier rein. Das liegt daran, dass die Argo, ich sag ja, wird schon echt zu einem Luxusliner. Hier oben ist alles ausgebaut. Das war teilweise echt teuer. Hier ist alles soweit ausgebaut. Dritte Trainingmodul fehlt noch. Aber ich habe erstmal hier Recreation gemacht. Das erklärt auch mit den hohen Moralwert. Ich habe nämlich inzwischen hier eine Launch. Ja, sogar eine Upgraded Launch, damit die da ein bisschen abhängen können und so. Ne, Moment, das ist einfach Launch, das ist die Upgrade Launch, okay. Ich habe hier Bücherei, auch sogar schon eine verbesserte. Vor allem überlegt mal, ey, so würde das wirklich hier auf dem Schiff aussehen. Riesenteil, alles komplett, Bibliothek, kein Problem. Zocken kann man natürlich auch. Oder hier ein bisschen Training, ne? Ja, und hier, ich habe so einen Garten, der hat auch sogar ein Event getriggert, weil. Dadurch konnte ich nämlich irgendwie tatsächlich eigenes hier Zeug ernten und dann waren alle happy und Moral ist auch noch weiter nach oben gegangen. Sehr cool. Zusätzlich sind jetzt auch ganz viele Graffitis in meinem Schiff. Das war so ein anderes Event und einer meiner Piloten ist wohl offensichtlich sehr begabt und hat dann, ja, ich glaube, verschiedene Crew-Member, unter anderem dann eben auch mich hier verewigt. Was ich auch ganz lustig fand, bei dem Flashpoint wurde man dann immer mit dem Namen hier angesprochen. Also da war dann so ein, konnte man sich durchklicken und dann stand immer, ja, Webster hier, bla bla. Und ich dachte immer die ganze Zeit, Alter, wer ist denn Webster? Gibt es doch einen anderen, weil ist ja hier Starbird, aber das ist ja nur das Callsign quasi. In Wirklichkeit heißen wir ja hier Clarence Webster, hatten wir am Anfang irgendwie randommäßig erstellt. Und naja, so sieht es auf jeden Fall aus. Nee, nicht Finanzen. Hier wollte ich eigentlich gucken. Ihr seht vom Ruf, mit denen könnte ich mich alliieren. Überall sonst ist so, naja. Hier habe ich ein bisschen was gemacht. Für die habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht. Da war nur ein Flashpoint. Ja, und hier bin ich auch top-notch. Hier alles geil, ne? Ich weiß auch nicht, warum das hier unten extra steht. Ich glaube, weil man da ursprünglich herkommt hier in dem Spiel, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, so sieht's aus. Die mögen mich nicht, die auch nicht und die auch nicht. Aber machst du nichts. So, und jetzt das Interessanteste, die Mechs. So sieht's im Moment aus. Und zwar habe ich nämlich tatsächlich zwei Highlander, zwar beide in dieser Dings hier Variante, also es ist nicht Standard, sondern Variante, aber habe ich ja eher anders ausgerüstet. Ich habe einen Annihilator erbeutet, sogar relativ früh vor diesen ganzen anderen hier. Eigenartiges Ding. Also ultra krass. Man kann den super mit Waffen bestücken. Der ist nur extrem langsam und hat normalerweise wenig Panzerung. Eigentlich hat das Ding 4 LBX AK-10 und ich glaube noch ein paar Laser oder so. Und dann in der schlechteren Version, weil LBX AK ist ja schon Lost Tech und so, hat er halt nur 4 AK-10. Meiner hier hat 2 AK-10 und 3 AK-5, einfach weil ich so viele irgendwie hatte. Und ein Arsch voll Munition und ich habe ein bisschen aufgepanzert. Targeting System, also hier Ballistikwaffen treffen auch etwas besser. Keine Ahnung, hier auch irgendwie eingebaut. Auf jeden Fall mehr Ballistic Damage und mehr Stability. Also der ist sowieso, man kriegt meistens einen Evasion Marker nur dran oder gar keinen. Das heißt, er frisst immer mal was, wenn man ihn nicht vernünftig positioniert an Feuer. Und dementsprechend muss er das halt aushalten, nicht direkt umkippen. Komisches Teil, aber ich habe ihn halt und ja, geil halt, rares Ding. Ja, den Black Knight kennen wir schon, Thunderbolt hier nichts Besonderes, zwei Marauder. Wo ist der zweite? Da. Victor. Etwas modifiziert. Normalerweise kann Victor immer springen, was den halt ziemlich geil macht. Kann meiner nicht. Aber ich habe hier Ballistic Accuracy besser. Habe so ein Targeting System drin. Hier auch noch so ein Comm-System. Der hat eine AK-20 mit einem Arsch Munition.
KSR-6 in verbessert, also die macht etwas mehr Schaden und zwei Laser. Normal hat der, glaube ich, AK-20 zwei Laser, KSR-4, bin mir nicht ganz sicher, wesentlich weniger Panzerung. Der ist halt auch wieder gut aufgepanzert, aber hat keine Sprungdüsen. Überlege, was hier noch interessant ist. Den hatte ich jetzt erst erbeutet, den müssen wir noch ausrüsten. Die Banshee funzt leider nicht so geil. Also eine Banshee in der Standardausführung ist ja sowieso jetzt nicht so geil, weil die wenig Waffenaufhängungen hat und ja, die ist halt relativ schnell für so einen Assault Mac. Fett gepanzert ist die hier auch. Ich habe es echt total hochgepumpt alles. Aber waffentechnisch kann die halt nichts. Ne? Die hat eine verbesserte AK-5, also für ein bisschen extra Damage. Zwei Medium und drei Small Laser. Deshalb, weil hier seht ihr, ich habe zwei A-Mods eingebaut. Die macht also, ich hoffe, das stackt. Die macht also plus 25 extra Milli-Damage. Hat auch so einen besseren Heatsink, damit die nicht so schnell umkippt. Ne? Also hier Stability Damage. Und ja, die Idee ist halt dann, die geht relativ nach vorne, tankt auch einiges, weil die halt so viel Panzerung hat und verprügelt dann alle im Nahkampf. Problem ist nur, dafür reicht irgendwie der Schaden doch nicht aus. Und wenn man dann überlegt, das ist 95 Tonnen Mech, dann ist das ein bisschen madig. Aber okay, wir haben das Ding halt, ist halt dabei, läuft dann immer mal mit. Den habe ich neu gekriegt, der alte Grasshopper ist ja kaputt gegangen, also hier 9. Aber der wird gerade noch fertig gemacht, der war noch nicht im Einsatz. Der Battlemaster geht ziemlich gut, der ist eigentlich ständig im Einsatz. Der hat halt ein Large 6 Medium und ich glaube hier KSR-4 oder so, ist ganz geil. Aber man muss halt immer rangehen. Okay, ich würde sagen, wir machen den mal wieder fertig hier. Eine verbesserte LSR-15 ist kaputt gegangen. Ihr seht, wie mega viele Heatsinks der hier eigentlich hat. Hat der andere auch, aber ist auch ganz cool. Also der geht schon ab. Leider keine besondere LSR mehr da. Hier zwei geile KSR drin, hier geile Large Laser. Also das Ding ist schon echt cool. An sich können auch Highlander springen. Das ist eins der Merkmale von denen. Es ist, glaube ich, der schwerste Sprungmech, den es gibt. Sogar, meine ich. Ja, meiner kann es nicht mehr. Der ist eher auf Panzerung und auf Schnauze. Obwohl es echt interessant wäre, mal diese fetten Dinger alle springen zu lassen, das anzupassen. Aber im Moment ist es halt so. Banshee nochmal, es gibt ja andere Varianten, die S-Banshee, also die Steiner Banshee hat, ist halt super krass bewaffnet, ist nur langsamer als die. Und die geilste, finde ich, Variante ist die Banshee mit M, also die Marik Banshee. Die hat, meine ich, 2 PPK und noch irgendeinen Kleinkram. Das ist jetzt auch nicht so überragend waffentechnisch, aber ganz okay und die kann einfach ultra lange im Kampf bleiben, weil die eine Fettpanzerung hat. Das ist, ich meine, es ist ein 95 Tonnen Mech, das ist halt schon richtig. Ja, Hardcore, also viel mehr geht da nicht. Ich hoffe übrigens, dass ihr hier im Hintergrund nicht den Ventilator hört, der läuft. Ist zwar total leises Ding und bla und weiß ich nicht, aber trotzdem läuft halt. Ich würde sagen, den Victor machen wir auch mal noch fertig. Sollte ich eigentlich ähnlich ausrüsten wie den anderen, damit ich nicht durcheinander komme. Aber vielleicht geben wir dem tatsächlich sogar mal Jump Jets. Ich weiß gar nicht, ob er die standardmäßig in den Beinen oder im Dings hat. Machen wir einfach in die Beine. So, vier Jump Jets. Ich weiß nicht, ob das reicht. Kann der überhaupt mehr kriegen? Ne, vier ist Maximum. Okay, das hat er jetzt auch. So, und jetzt gucken wir mal. Also AK-20 sollte er schon haben. Wobei vielleicht, aber ein Victor mit AK-10, sowas macht man eigentlich nicht. Könnte man aber überlegen, dem eine AK-10 statt 20 zu geben und dann ein bisschen aufzupanzern. AK-20 ist halt geil. Ne, der kriegt eine AK-20. So, geben wir dem nur 2 Tonnen Munition statt 3. Hat er halt etwas weniger als der andere. Der muss definitiv die beiden Laser kriegen. So, und tatsächlich hat der Victor relativ Hitzeprobleme. Also der andere, den ich gebaut habe. Weil irgendwie die AK macht schon recht viel Hitze wohl. Also ein bisschen muss hier ein Panzerung drauf. Ihr habt es hier gesehen, 85 in den Seitentorsi, das ist ja irgendwie gar nichts. Ja, beide machen wir nicht ganz so viel. Ist im Brettspiel wesentlich relevanter, weil man da halt so gerne gezielt auf die Beine gehen kann. Also wenn man zum Beispiel mit so einer Banshee irgendwie tritt und macht dann auf einem Bein konzentriert Schaden.
dann ist das natürlich schon nicht so geil. Ach komm, machen wir die halbe Tonne auch noch. Dann ist das natürlich nicht so geil und man geht da nämlich gerne mal, weil wenn man zum Beispiel von der linken Seite tritt, trifft man auch auf jeden Fall das linke Bein. Da geht man gerne mal mit zwei oder drei Max auf die linke Seite, tritt zu und dann ist das Bein nämlich ab und dann ist halt Pech, ne? Also dann ist ganz schnell Ende Gelände, weil das ist da, finde ich, im Brettspiel wesentlich krasser als hier. Naja, ich hatte übrigens mal vorhin geguckt, da war ich schon lange nicht mehr unterwegs, aber ich hatte mal in der GW Fanworld geguckt, die gibt es tatsächlich immer noch und ist auch schon ganz anders jetzt und das sieht alles viel geiler aus und was weiß ich. Und da steht BattleTech unter Brettspiele. Nicht sonstige Tabletop, sondern halt Brettspiele. Ich mir gedacht, ja gut, okay. Ist ja auch gar nicht so falsch. Ich hatte ja ganz am Anfang in den Videos auch immer geschwankt zwischen Brettspiel und Tabletop. Und ich weiß immer nicht, ich sage ja, die Definition da, die sind ja immer relativ fließend so. Ich überlege hier gerade, was wir machen. Wir haben nichts Geiles mehr. Also schon hier ein geiles Targeting-System für Energy Weapons, aber da hier nur zwei drin sind, ist das eher Quatsch. Vielleicht kriegt er doch noch eine dritte Tonne Muni. Oder noch ein Heatsink mehr. Denn jetzt noch ein Raketenwerfer, das wird nicht passen. Ich glaube, eine KSR-4 wiegt 2 Tonnen. Also müsste sie, weil eine 2 wiegt wahrscheinlich dann eine. Alter, wo ist das denn hier? Ja, eine 2 wiegt eine Tonne und eine 4 wiegt 2. KSR-4 könnte man drüber reden. KSR-2 kann man einfach direkt weglassen. Aber KSR-4 und Tonne Munition heißt, wir müssten einen Heatsink rausschmeißen, dann stehen wir hier wieder etwas schlechter da, haben aber etwas mehr Feuerkraft, was natürlich geil ist. Ja, werden wir so machen. So, jetzt ist er relativ nah an dem Originalen dran, würde ich mal meinen. Kann sein, dass der eigentlich mehr Munition hat, der Originale. Der hier hat auf jeden Fall jetzt mehr Panzerung. Und ich habe jetzt nichts dazu gekauft an Waffen, also alles so gelassen, deswegen wird das schon passen. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal mit diesem Flashpoint hier. Ersten Teil davon habe ich schon gemacht und ey, voll die Penner. Das ist hier Draconis-Kombinat und ich hatte mich ein bisschen gewundert, wieso das hier nicht zu sehen ist auf der Star Map, weil das ist hier oben, glaube ich, irgendwo, keine Ahnung, da, ich weiß es nicht genau. Naja, und auf jeden Fall, war der Ruf zuerst recht schlecht. Hier waren nämlich ein paar Missionen gegen die und dann dachte ich, okay, geil, Flashpoint, dann machen wir das halt. Machen wir mal ein bisschen Ruf für die. Ja, jetzt kommen die mir voll blöd, weißt du, da irgendwie wollte so ein Typ was von mir. Die haben irgendwie so einen Überläufer und jetzt wollen die den natürlich ausschalten, der zu Liao übergelaufen ist und in dem Liao-Raum bin ich ja jetzt mittendrin und da sollte ich den ausschalten. So, habe ich auch gemacht, einen voll krassen Konvoi angegriffen, also wo so irgendwie alles super krass bewaffnet ist, zwei Schreck dabei und keine Ahnung. Ja, und dann war der da gar nicht drin. Und dann sagt einer von diesen Spackos, also von diesen Kurita-Spackos, ja, nee, also dann musst du den halt suchen, weil Kohle gibt's nur, wenn du den halt killst. Habe ich natürlich gesagt, Alter, was, bist du bescheuert? Ihr seht auch hier Reward, null, ja, keine Siebels. Da habe ich gesagt, Alter, seid ihr bekloppt? Auftrag war, ich soll diesen Konvoi platt machen, habe ich gemacht. Wenn der Typ da nicht drin war, dann habt ihr offensichtlich schlechte Arbeit geleistet, hier so aufklärungstechnisch. Ist ja nicht mein Problem. Ja, doch, ist wohl dein Problem, bla bla. Also entweder suchst du den jetzt und machst den platt und dann kriegst du auch deine Kohle oder kannst dich halt verpissen. So, dann hatte ich drei Optionen. Ich hätte mich tatsächlich verpissen können und das alles hier Mercnet überlassen, also der Organisation, die das alles hier regelt mit den Verträgen. Ich hätte einfach sagen können, nö, pass mal auf, ihr Kurita-Spackos, das geht gar nicht, ich mache euch jetzt kaputt, hätte den Typen gesucht und hätte mir mein Geld erzwungen quasi. Dachte ich mir, nee, dann geht da der Ruf runter und bla. Und dann war als dritte Option, ja gut, komm, dann machen wir das halt nochmal. Ja? Also kriegen wir halt einmal keine Kohle, aber macht trotzdem den Auftrag, damit wir überhaupt zu unserem Geld kommen. Tja, und so machen wir es jetzt auch. Wir gehen fett bewaffnet auf jeden Fall da rein. Ach, der zweite Highlander wird gerade ausgerüstet. Doof, den hänge ich mich gerne dabei.
Weil Viktor ist so eine Sache. Also der ist halt, ich meine, ihr seht hier Panzerung, 1160. Der hat jetzt auch nicht so viel, aber ich meine, das ist halt hier Panzerschwein, der Highlander auch. Ah, hier der Walmart genauso viel, fast genauso viel wie der Viktor. Das ist natürlich ein bisschen albern. Marauder haben etwas weniger. Trotzdem macht der Viktor, denke ich, mehr als so ein Marauder jetzt mit der AK-20. Da nehmen wir halt echt den Viktor mit. Ja, eigentlich later, also ich weiß nicht. Ich meine, mal gucken, wie der so performt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon eingesetzt habe. Sehen wir gleich. Nur die besten Piloten eingesetzt, weil ihr seht es von der Schwierigkeit, ist das jetzt schon ja, nicht mehr ganz so easy alles. Schluck Kaffee. Hier seht ihr, wie, ah ja, hier seht ihr das auch, ne? Du hast jetzt ausgesucht, das und das zu machen und bla, und dann kriegst du deine Kohle. Also ich bin mal gespannt, weil wie gesagt, das sind richtige Spasten, diese Typen. Eigentlich hätte ich die kaputt machen sollen, blöden Wichser. Ja, hier, und ich gucke mir das genau an, ob das diesmal auch richtig gemacht wird. Dumme Sau. Hat selber nicht hingekriegt, weißt du, hier, dass da ist so ein Regiment von den Drakons-Kombinatsleuten. Aber weißt du, er hat es nicht hingekriegt und will uns jetzt hier auf den Sack gehen mit, ja, ich gucke mir das auch genau an und bla bla bla. So, wir gucken hier mal kurz. Also da dürfen die nicht hinkommen. Und hier soll ich die Route vom Konvoi mir angucken. Okay. Ich glaube, die Map kenne ich sogar mal wieder. Was immer ein bisschen schade mit den Maps, dass die. Also ich meine, eigentlich entspricht es aber dann wieder dem BattleTech-Brettspiel, weil die werden nicht irgendwie random immer generiert und zusammengesetzt, wie das in manch anderem Spiel der Fall ist, sondern man hat halt. Ja, also es gibt diese Map, auf der habe ich schon mal gespielt. Dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Maps, die spielen in der Arktis oder so. Aber die sind dann quasi wiederkehrend. Und ich sage ja, im Prinzip ist das ein bisschen so wie beim Brettspiel, wo man dann, ja, das war immer, man sucht sich dann diese Kartenteils aus oder der eine in die einen, der andere ein anderes oder so, legt die aneinander. Und ich meine, wir haben zumindest immer darauf geachtet, dass wir da Sachen wählen, die auch ganz cool aussehen. Also, ja, ich gehe mal erstmal hier hin und dann vielleicht gleich mit Bewegung in den Wald. Gucken wir mal. Wobei, da sind jetzt noch gar keine Gegner, sondern man, ja, ich weiß nicht. Schau mal einfach mal. Dass das so ungefähr passt, weil es gab Karten, also zum Beispiel gab es so ein Woodland, wo irgendwie alles so extrem waldig ist oder so Seenkarte und die Seenkarte passt dann zum Beispiel nicht wirklich zu so einer Citytech-Karte oder sowas. Und dann hat man das natürlich schon so gemacht, dass das irgendwie ja, einigermaßen geil aussieht, wenn man die aneinander legt. So, jetzt sehen wir diese Gegner. 260 Tonner, okay. Alter, die können schon schießen, obwohl ich die noch gar nicht richtig sehe. Okay, ein Rifleman, aber in der krassen Variante, also in der geilen mit PPK und so. Der zweite noch auch, oder was? Das wäre blöd, weil. Normal, ja, tatsächlich zwei Stück davon. Auch geil, dass das D-Rifle Max und Darwin-Rifle Max sind, obwohl Securita, wobei, nee, ist Liao als Gegner. Haben sie den halt geklaut oder so. Schade, dass das nicht die normalen sind, weil die hier halten natürlich einiges mehr aus als die. Warum ist das so eine schlechte Trefferwahrscheinlichkeit? Also, die halten auf jeden Fall einiges mehr aus als die normalen. Ja, und ihr seht's hier, ne? Also, der bewegt sich nicht viel. Aber die Idee ist, dass man den dann halt zum Beispiel hier hinten einfach hinstellt und dann einfach gib ihm. Ist natürlich schon ganz geil vom Damage Output, da geht durchaus mehr.
Aber ist trotzdem schon mal ganz cool. Und ihr seht es, der macht auch nicht wirklich Hitze. Also die Idee ist, der steht einfach die ganze Zeit da hinten rum, hat eine super Reichweite mit den AKs und naja, mit den AKs und kann dann einfach irgendwie immer super easy die ganze Zeit Feuerunterstützung geben. Und man muss ihn halt nicht wegbewegen, weil er halt auch ein bisschen was tanken kann. 3 PPK ist wahrscheinlich ein Schreck oder ein Awesome. Besser ein Schreck. Den kriegt man schneller kaputt. Ja, da ist der Schreck wahrscheinlich. Wenn ich mit dem jetzt da vorne hingehe, werden die auf den immer schießen. Gehe ich hier rüber. Aber dann kann ich nur so wenig Waffen schießen. Auch blöd. Ne, gehe ich hier hin. Dann habe ich zumindest, bin ich da noch verdeckt, obwohl der ja gleich hier rumkommt. Bleiben wir weiter auf dem Rifleman. Häufig macht es Sinn, erst Fahrzeuge auszuschalten, weil viele von denen, also bei manchen Fahrzeugen ist es schwer. Was zum Glück hier komplett nicht gibt, sind die ganzen Hover-Tanks. Also ein Drilson zum Beispiel ist ja die Hölle als Gegner. Aber hier sind eher nur die ganzen richtigen Ketten- und Radfahrzeuge. Und da ist es, oh, der Victor schon gut Stabilitätsschaden gehabt. Da ist dann das Ding, dass zum Beispiel so ein Schreck oder auch ein LSR-Carrier, der hier gerne mal eingesetzt wird, hat super krass was an Waffen, aber hält nicht viel aus. Beim Demolisher-Panzer ist das schon wieder was anderes. Ah, mit dem Victor jetzt so nach vorne gehen. 60-Tonnen-Vehikel. Ah, ne, wir gehen mal hier hin. Manticore. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme mit der, sorry, mit der AK-20 direkt. Ihr seht, sie hat quasi nichts an Struktur hier irgendwie. Aber 157 Panzerung. AK macht 100. Selbst wenn ich alles. Okay, wenn ich alles treffe, also auch die KSR, dann würde ich da durchkommen. Ist aber unwahrscheinlich, dass ich durchkomme. Also gehen wir auf den. Kann leider hier nichts mehr einsetzen. Habe ich gerade schon einmal gemacht. Hoffen wir mal, dass ich gut treffe, vor allem mit der AK. Weil ein AK-Treffer im Center und der ist weg. Das war natürlich der Arm. Okay, er ist trotzdem weg. Sehr schön. Gut, das war schon mal ganz geil, dass wir jetzt direkt schon einen Mech in der ersten Runde raus haben. Was nicht so geil ist das mit dem Stabilitätsschaden, weil, ja, wenn die nämlich so weitermachen, ich meine, hier Energiewaffen nicht so schlimm, aber wenn die so weitermachen und ihn fokussen, ich habe keinen Bock, dass der umkippt. Das ist der Rifleman von gerade. Da ist ein Demolisher. So, und da haben wir das nämlich jetzt. Dieser Demolisher hat ultra viel. Das ist geil, er trifft nicht ihn, aber ihn. Der hat ultra viel Panzerung. Aber er hat halt auch zwei AK-20. So, und wenn die beiden nebeneinander stehen, wird man eigentlich eher auf den Schreck gehen. Wobei hier sieht es von der Panzerung so aus, hätte der Schreck ja gar nicht viel weniger. Aber ich sag mal, die 3 PPK, auch wenn es schlimm ist, ist lange nicht so schlimm wie die 2 AK-20. Deswegen muss der Demolisher weg. Eigentlich nimmt man den hier von hinten, weil da hat er echt wenig Panzerung. Haben die meisten Fahrzeuge. Ah, jetzt ist aber die Frage, ob ich den wirklich fokussen soll oder nicht. Weil AK-20 fressen ist scheiße. Ich weiß noch nicht. Gucken wir mal, was wir hier theoretisch. Ja, doch, ich würde ihn auch gut. Ah, ne, das ist ja Schreck. Ich würde ihn sogar noch besser treffen. Nee, gleich gut. Ja, komm, fokussen wir den weg, weil da habe ich echt kein Gas drauf. Geil. Super krass, der Annihilator. Also das war natürlich schon. Das ist perfekt. Ich habe nämlich jetzt gedacht, dass ich mit mindestens zwei Mechs drauf gehen muss. Aber so ist natürlich mega. Jetzt könnte ich überlegen, zum Beispiel hier doch noch auf den Schreck zu gehen, werde ich auch tun. Ich glaube, ich gönne dem mal hier so einen Vigilance, weil der wird, oh, der ist ja schon an zwei Stellen offen. Rechts ist die AK, das ist ziemlich doof. Okay, aber wir haben jetzt im Prinzip 3 PPK und 2 AK-20 rausgenommen, was ziemlich krass ist. AK-20 Crit, der Arm wird sicher gleich ab sein. Das ist natürlich dann richtig kacke. Deswegen wird er jetzt unterstützt von der Banshee. Ziehen wir auch nach vorne. Und ich gebe denen die Banshee jetzt mal hier mitten rein und hoffe, dass die da drauf gehen.
Jetzt die Frage, gehe ich. Eigentlich muss ich hier nur den Konvoi platt machen und könnte mich dann verpissen. LRM Carrier gerade noch gar nicht gesehen. Der muss natürlich weg. Weil vielleicht kann ich ja, guck mal, 75%, kann ich den noch wegmachen? Da ist der Konvoi weg und dann haue ich einfach ab. Da muss ich gar nicht unbedingt kämpfen, weil ich sag mal, ich krieg ja eigentlich eh keine Kohle für die Mission, weil ich ja. Okay, und da kommen die Verstärkungen. Weil diese Kurita-Leute ja irgendwie so scheiße drauf sind. Wieso kann der denn hier nicht vernünftig laufen? Also mit vernünftigem Feuerwinkel. Ja, gehen wir hier hin. Ja, die anderen habe ich alle schon. Ich glaube nicht, dass ich den Manticore wegkriege mit den Waffen. In der Front. Nee. Heißt aber, ich sollte Victor und Benji wieder weiter zurückziehen. Und gucken, dass ich einfach den Manticore wegmache und mich dann irgendwie verpissen. Wobei ich nicht weiß, Eliminate. Nee, ich weiß noch nicht, wo die Evac Zone ist. Wäre natürlich geil, wenn die genau dahinter ist. Das ist ja immer mal gerne in Missionen. So dass dann sagst, ja klar, du kannst einfach evakuieren, musst aber nach da hinten laufen. Dann kämpfst du dich eigentlich eh komplett dadurch. Es wäre eigentlich jetzt schlau, den Victor nach hinten zu ziehen, weil es ist tatsächlich noch nichts wirklich kaputt. Ich glaube, das mache ich auch. Ich sprinte mit dem. Jetzt ist die linke Seite denen zugewandt. Also ich hoffe einfach, dass die auf andere Ziele gehen, weil er jetzt so viel Evasion hat. Ja, genau. Dann lieber auf die Benji, die hat mega viel Panzerung. Eigentlich echt krass, dass bei dem Victor noch nichts abgefallen ist. Ich werde als nächstes den Annihilator wieder stehen lassen, den Panzer kaputt schießen. Boah, wobei ich eigentlich auch mit der Banshee da weggehen sollte. Ja, das machen wir eher. Gehen wir der Banshee mal das hier. Jawohl. Okay, und jetzt kann ich mich nämlich echt verpissen. Komm, zeig mal wo. Okay, das ist natürlich geil. Also darüber. Ja, okay. Jetzt der Annihilator natürlich super lahm. Könnte man überlegen, ob man mit dem schon sprintet. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Verzichte ich zwar auf viel Feuerpower, aber bis der da hinten ist. Mal mit dem Highlander. Aufteilen. Also ich meine, Kataphrakt und auch hier so ein Rifleman, die kriegt man nicht jetzt einfach durch so ein bisschen Beschuss raus, aber also da der Annihilator der lahmste ist und die Banshee am weitesten vorne steht, wird der Highlander nicht das Problem sein. Ja, Banshee jetzt auch schon offen. Nein. Okay, jetzt ist der linke Arm ab. Da sind Laser drin, aber nicht die AK. Ja, und so ist eine Banshee halt Quatsch. Also hier irgendwie eine AK-5 schießen und bisschen da die Laser, das ist natürlich voll albern. Oh, die werden den Victor einfach fokussen. Jetzt der linke Torso noch im Arsch. Klar, jetzt kippt er nach oben. Also ich weiß nicht, ob der hier überhaupt noch rauskommt. Black Knight. Also gegen die alle zu kämpfen, das wäre schon ein bisschen hart. Mann, Junge.
Bein ab, Torso ab, ja, der wird kaputt gehen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir den nicht vielleicht sogar aussteigen lassen können. Irgendwie geht das nämlich, meine ich. Welcher ist das hier? Er hier. Jo. Eject. So safen wir nämlich auf jeden Fall den Piloten, hoffe ich, wenn der nicht dadurch jetzt auch noch Schaden kriegt. Und naja, gucken wir mal. Das ist echt ätzend, dass der hier so lahm ist. Aber egal, Sprint Maximum 1, 2 Runden wird das noch dauern. Da wäre es jetzt für die Mission wahrscheinlich sogar besser gewesen. Man hätte nur schwere Mechs genommen, also vielleicht sogar so was wie Quick Draws oder so, also die dann auch schnell laufen können. Geht hin, ballert den Konvoi weg und verpisst sich wieder. Sache ist natürlich immer, dass je leichter die Mechs, desto weniger Feuerkraft in der Regel. Aber so ein Quick Draw ist ja jetzt, also kommt natürlich auch darauf an, wie man den ausstattet, aber der ist ja eigentlich schon gar nicht so schlecht damage-technisch. Oder ein Katapult und von hinten die ganze Zeit die LSR ballern. Dann hätte man gar nicht so nah da reingehen müssen. Aber jetzt machen die mir den hier auch noch kaputt. Haha. Geile Bemalung hier. Seite jetzt schon ziemlich im Sack. Ich kann den ja mal ein bisschen weiter drehen. Banshee halt geil schnell. Also verhältnismäßig. Nee, im Rücken schießen nicht so geil. Ja. Okay, nächste Runde komme ich hier rein. Also sollte ich und dann evakuieren die hoffentlich auch direkt. Also war geil, dass der direkt den Demolisher kaputt gekriegt hat, aber ich weiß nicht, ob ich das Kackding irgendwie. Naja, gut, jetzt muss man auch sagen, ist genau die falsche Mission für den. Eben wo er nicht vernünftig hinten stehen kann, die ganze Zeit feuert. Der hat, glaube ich, jetzt nur 2 Runden geschossen, ansonsten bin ich die ganze Zeit gesprintet mit dem. Ist ja völlig bekloppt. Gucken, ob ich mit dem überhaupt noch da reinkomme. Wenn nicht, muss ich den tatsächlich wohl auch aussteigen lassen. Okay, oder auch nicht, hat sich erledigt. Alter! Ich hoffe mal, dass der Pilot nicht tot ist. Ja, verrecke da oben. Dumme Sau. Alter, 2 Assault Mechs weg in dieser Mission. Das kann doch nicht sein. Und alles nur, weil die Haus Draconis-Typen Spackos sind. Da wäre ich jetzt echt gerne zurückgegangen und hätte als Flashpoint-Entscheidung gemacht, nee, geh zu den Typen hin und bedroh die und fordere halt dein Geld. Will discuss your payment. Alter, da gibt's nichts zu discussen. Du sollst mir einfach meine Kohle geben, du Arschloch. Killed in Action, so eine Scheiße. Und der hatte auch so mega hohe Werte. Okay, 20 Tage nur raus, es geht noch. Alle Mechs irgendwie beschädigt. Nur der Highlander nicht. Ach, toll. Nehmen wir mal die besonderen Waffen statt hier so ein Rifle-Mental.
Annihilator ist destroyed, geil. War das jetzt eigentlich mit dem Victor? Kriege ich den jetzt wieder oder? Weil der war da nicht als Beute angezeigt. So, bla bla bla, alles zufrieden. Okay, aha. Ah, okay, also der Typ findet halt scheiße, dass wir so geil sind. Also er findet das kacke, weil dann hätte er selber da hier Ehre und bla und weiß ich nicht. Tja. If you are wise. Alter, die dumme Sau. Okay, also Shuigaku Hironaka ist ab jetzt unser Erzfeind. Aber gut, er ist halt jetzt in seiner Ehre voll gekränkt, der Lappen. Und wir haben halt trotzdem alles geschafft, weil wir halt die Geilsten sind. Er sagt jetzt nur nochmal fürs Protokoll, der Commander hat die richtige Entscheidung getroffen. Ja, natürlich, so klar treffe ich die richtige Entscheidung. Wobei, ich hätte ihn lieber auf die Schnauze gehauen. Wenn wir dem Battlemax hinterhergeschickt hätten, dann hätten wir, lägen wir jetzt halt quasi direkt im Krieg mit Haus Kurita. Das brauchen wir ja nicht. Jetzt sag ich hier, nee, stimmt, das brauchen wir ja nicht. Unsere Reputation, also unser Ruf ist halt mehr wert als das Yang. Yang wollte nämlich, dass wir dem auf die Schnauze hauen. Okay, sagt er, ja, alles klar, ich musste aber halt meine Meinung mal sagen. Aber naja, okay, der Typ ist jetzt eh weg, Problem gelöst. So, und sie sagt jetzt noch besser, wir haben jetzt sogar noch unsere Kohle und das ist immer ein Grund zu feiern. Ich meine, okay, we just won. Ja, aber mit einem toten Piloten und zwei Assault Max weg. So, und was kriege ich dafür? Okay, Payout. Ein Teil von einem Black Knight. Dann hier nochmal so einen geilen Targeting-Computer. Ist echt nicht schlecht. Ein Pulslaser ist natürlich richtig geil. Ist auch nur, wenn es so ein Small ist. Was noch? Verbesserten Large Laser, der mehr Schaden macht. Boah, geil. Plus 3 Injury Resist ist krass. Da habe ich bisher nur so Einser-Dinger von. Na gut, okay. Also das ist jetzt schon alles gar nicht so schlecht. Tja. Aber Bailiff has died. Und guckt euch das an, er war von Anbeginn, war er bei dieser Kompanie dabei. Und jetzt ist er tot. Er wurde 55 Mal eingesetzt, ist 22 Mal verwundet worden, hat aber 71 Max gekillt. Tja, jetzt ist er halt platt. Na gut, so, gucken wir uns mal die MacBay an. Ich bin mal gespannt, was mit dem Victor ist. Okay, den haben wir noch. Geil. Benji muss repariert werden. Ja, der Victor kann man halt nicht mehr reparieren, der ist halt komplett im Sack. Alter. Okay, da ist dann einfach alles kaputt, wenn man ejected wahrscheinlich. Wobei, da war eh nichts mehr dran an dem Ding. Okay, so. Was war jetzt alles raus? AK-20 Comm System. Ja, das war eigentlich der geile Victor hier, aber naja. Okay, AK-20. Comm System weiß ich nicht. Hier den Cockpit-Mod rein? Nee, kriegt der jetzt nicht. Ich mache den einfach mal wieder ungefähr so, wie er vorher war. Ohne plus die Waffen, weil es alles arme sind und so. KSR6 hatte der. Wieder hier noch so eine geile mit extra Damage, aber ne. So, und jetzt noch Heatsinks. Ja. Ich glaube, ich hatte eine dritte Tonne AK-Munition. Ich glaube aber, der kriegt mehr Panzerung. Ja, panzern ihn einfach weiter auf. Ja, hat er schon ganz gut. Ja, ein. So.
Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch an Aufträgen machen können. Hier können wir sogar für Marek arbeiten. Müssen mal gucken, gegen wen das dann immer geht. Also die Lappen hier, Kapellaner, sind ja sowieso irgendwie unsere Erzfeinde mit. Naja, wir gehen hier mal durch. Also ich hoffe, dass die Missionen jetzt alle etwas easier zu machen sind. Wir gehen mal voll auf Kohle statt. Oder nee, machen wir mal so. Weil vielleicht gibt es ja doch irgendwie was Geiles zu looten. So, Highlander, alles andere ist nämlich beschädigt worden, wird repariert. Sehr geil. Gucken wir mal erst, wen wir mitnehmen. Vielleicht setzen wir mal, also hier genau den Megasaurus setzen wir mal ein. Und den Tarzan. Also haben wir zwei nicht so geile Piloten, einen geilen und einen recht guten. Also ist jetzt echt eher so zweite Wahlbesetzung hier, wobei er ist ja ganz gut. Der Peanut Butter haben wir auch als totalen Lappen angeheuert. So, was nehmen wir denn mit? Archer, weil geil, Firepower. Wir nehmen einen von den Marodeuren mit. Nehmen wir den. Und nehmen wir das Katapult für Fire Support. Assassinate, also ist, wieder Fat Mac Kampf. Nö, nehmen wir den Black Knight, weil schön Firepower. Ne, nehmen wir den Thunderbolt, nicht den Black Knight. Machen wir so. Und dann gucken wir mal. 300 Tonnen, also ist jetzt eigentlich recht fett. Das wird schon. Okay, Aliens unter dem Eis. Na dann. So, mal kurz gucken. Supporting Force ist da und der Noble da hinten. Ja gut, wir gehen einfach rein, machen alles kaputt. Denk ich mal. So ist der Plan. Übrigens, geil, bei dem Spiel hier ist es natürlich so. Also hatte ich aber, glaube ich, in den anderen Videos schon mal gesagt. Ist mir jetzt nur wieder aufgefallen bei MechWarrior 5 nämlich. Das liegt aber einfach daran, dass das Spiel im Moment noch kacke ist und buggy und weiß ich nicht, obwohl schon auch über ein halbes Jahr raus ist. Hier ist es halt natürlich so, hier, wenn ich zum Beispiel in so einem Polarbiom bin, also wo Eis und Schnee und weiß ich nicht was ist, da arbeiten die Heatsinks natürlich besser und führen mehr Wärme ab. In der Wüste halt weniger und im luftleeren Raum auch oder so. Das ist dabei nicht. Also scheißegal bei MechWarrior 5, ob ich auf dem Eisplaneten bin oder in der krassesten Wüste, die arbeiten immer gleich. Zumindest war es letztens noch so. Ich weiß nicht, ob sie das mal gefixt haben inzwischen. Würde mich aber nicht wundern, wenn es nicht so ist. Megasaurus. Die geile AK-2 mit den Pluswerten ist leider kaputt gegangen in irgendeiner Mission, deswegen hat er jetzt eine AK-5. Blöd, dass er hier da Bulwark guardet ist. Jetzt gut Schadensreduktion bekommen. Ah, da ist auch eine Banshee, ist aber die normale 3E wieder, also so wie meine halt auch ist, anders bewaffnet, aber. Die ist jetzt waffentechnisch nicht so gefährlich. Na, trotzdem Schutz oder der Schadensreduktion hat er jetzt schon ganz gut gefressen. Deswegen Disco-Handspeck, weil wenn der seine ganzen Laser feuert, dann hat man halt genau diesen Effekt, was took a heavy hit. Ja gut, er hat jetzt halt schon zweimal was gekriegt. Ne, ist nicht so eine geile Position da, wobei doch, ich muss den Archer zuerst ziehen, weil der da sonst echt schlecht steht.
Das ist alles nicht so ideal. Aber wir müssen weiter hier rüber, erstmal weg von der Banshee. Wir sollten auf jeden Fall den Thunderbolt jetzt ausschalten. Schade, da wäre ich gerne hin, geht aber nicht. Hier geht auch nicht, weil ich dann nur den Handspeck kriege. Dann werden wir das machen und hier mal Resolve ausgeben für Vigilance. Und alles drauf. Krass, der hat jetzt schon so viel gekriegt, ist aber. Ach ne, ist nicht vollständig intakt. Ist Seite schon weg. Okay, aber die Hauptwaffen sind noch da. Trotzdem, der muss weg. Da. Habe jetzt wieder nach dem Feld geguckt, wo die LSR nicht mehr unter Minimalreichweite ist. Okay, haben wir den weg. Ja, gehen auf jeden Fall hier rüber Richtung Hanspeck. Das ist egal, gehen wir hier hin, der braucht sowieso noch zwei Runden, bis er dran ist, wenn er rankommt. Sollte man mit einer Banshee immer machen. Also eine Banshee ist kein Fire Support, so wie er das hier im Moment noch macht, sondern die gehört halt mitten rein. Weil das ist halt bei dem Brettspiel auch immer. Das ist das gleiche mit dem Charger, hatte ich ja schon mal irgendwann gesagt. Ein Charger hat, den gibt es glaube ich hier in dem Spiel nicht. Der hat 80 Tonnen, hat glaube ich nur 5 oder 3 Small Laser, also fast nichts an Waffen, ist aber super schnell und ist halt dafür gedacht, einfach reinzulaufen und ja, alles kaputt zu hauen. Und wenn man nämlich jetzt hier einen Charger stehen hat oder eben so eine Banshee, dann ist groß Panik, weil dann ist immer so, oh mein Gott, jetzt müssen wir zurückweichen, doch ihn fokussen, dann weiß man aber schon genau, boah, bis die Banshee oder ein Charger eben kaputt sind. Zerschießen die anderen alles bei einem, aber du kannst nicht ignorieren und einfach weiter auf diese Backline gehen, weil der dir nämlich dann alles zerrupft da drin. Also schon ziemlich geil. Ist hier zum Glück ein klein bisschen anders. Wir rücken jetzt hier einfach mal vor. Was war das? Ein Wolverine? Okay, nee, wir fokussen jetzt aber den Hunchback weg. Sehr schön, Bein weg. Nochmal ein Headhit. Das heißt, der Pilot hat jetzt mindestens zwei Schaden, wenn der umkippt. Ich glaube, bei Mech-Kommando früher war das so, dass man, wenn man aussteigt aus einem Mech, automatisch einen Schaden auf den Pilot kriegt. Das heißt, man musste, wenn man schon einen aussteigen lassen will, musste man das machen, wenn der noch nicht ganz fertig war, sonst ist der dabei nämlich dann gestorben. Aber geil, dass das hier überhaupt geht, auch mit dem Aussteigen. Jetzt als nächstes den Wolverine, ich denke schon. Banshee muss irgendwann auch weg. Aber wir gehen erstmal auf den Wolverine. Zum einen hält er lange nicht so viel aus wie die Banshee und zum anderen, ja, gehen wir halt so rum. Couple Noble, ich weiß, wobei, nee, Supporting Forces, 2 habe ich schon abgeschossen, 50%, dann sind das hier echt nur die Supporting Forces. Hätte ja gut sein können, dass der Noble sonst hier drin sitzt. Ja, und jetzt geht das nämlich los. Jetzt kommt er langsam echt nah. Wir doch schon mal auf die Banshee. Der bleibt einfach stehen und schießt.
Ja, ich glaube doch erst auf die Banshee gehen ist besser als auf den Wolverine da oben. Tja, und das ist genau das, ne? Ich habe echt richtig gut getroffen. Die Banshee hat jetzt schon einiges an Schaden gefressen, aber macht halt nichts. Okay, ist ein Ace Pilot, weil ich dachte, jetzt einfach da stehen bleiben und seine blöde AK und die PPK schießen. Dafür ist eine Banshee nicht gedacht. Jetzt hat er sich danach noch bewegt. In der nächsten Runde kann er also einen Nahkampfangriff machen. Aber ich denke, bis dahin habe ich den kaputt. Na geil. Hier sieht man gut den Unterschied zwischen dem unerfahrenen Piloten und dem erfahrenen. Hier in dem Thunderbolt ist ja der Tarzan drin, der ist halt noch nicht so geil von den Werten. Und habt da gerade gesehen, dass der LSR technisch ganz schlechte Trefferwahrscheinlichkeit hatte. Der Archer-Pilot, obwohl er jetzt sogar noch näher dran steht als er hier im Feld, also ist eins näher dran, hat er mit den LSR-Treffer. Achso, er hat gar keine LSR mehr, sehe ich gerade. Habe ich falsch geguckt? Stimmt, den Archer habe ich umgebaut. Denn ich hatte den ja eigentlich mit 2 LSR-10, aber trotzdem, er hier, der einen hohen Taktikwert hat, würde hier die LSR genauso jetzt treffen, wie sie da stehen für die KSR, also mit 90% oder sowas, weil einfach die Minimalreichweite total runtergesetzt wird. Also man kann die total unterlaufen und hat trotzdem eine gute Trefferwahrscheinlichkeit, wenn der Taktikwert hoch ist. Und das hat er halt noch nicht. Ich hatte den aber umgebaut. Zum einen, weil der ziemlich zerlegt wurde in einer Mission, die LSR eh kaputt gegangen sind. Ich hatte so verbesserte LSR drin. Und der hat ja so ein Bonussystem hier. Der Archer. Hat auch schon echt ganz gut gefressen. Keine Ahnung. Kann man es irgendwo sehen? Sensors impaired, Lens Command. Nee. Auf jeden Fall, der hat irgendwie so ein Zusatzding drin, dass ja Raketen irgendwie besser funktionieren. Also LSR streuen nicht so weit und KSR, ich weiß nicht, machen mehr Schaden oder mehr Stabilitätsschaden. Auf jeden Fall war es geiler für KSR. Und da dachte ich mir, Alter, ich setze mal alles auf KSR, weil ich meine, zieht euch das mal rein, wie viel Damage das hier ist irgendwie. Klar, kurze Reichweite nur, aber trotzdem, den Archer, also der gibt schon ordentlich aufs Maul, sehen wir jetzt auch. Sieht das da immer die 12er-Werte von den KSR? Das heißt, zwei Raketen machen schon so viel Schaden wie ein Medium-Laser ungefähr. Der macht nämlich 25. Ja, jetzt gehen wir mit ihm einfach echt weiter zurück. Da seht ihr die LSR auf 55%. Das ist richtig schlecht. Ich werde aber nicht viel weiter da. 60. Hier kriege ich ihn nicht genug gedreht. Da ja, gehen wir hier hin. Nix an Evasion, aber das ist mir egal. Ich hoffe, dass die eher auf den statt auf den Archer gehen. Shit, ich hätte hier Vigilance nehmen sollen. Naja. Jawohl, Banshee kaputt. Stellen wir uns direkt davor. Shit. Okay, nochmal Glück gehabt. Hat er irgendeinen Bereich getroffen, wo noch gut Panzerung ist? Denn der Archer hat echt viel Panzerung verloren. Und hat nämlich fast nichts mehr. Geil. Einmal alles in den Rücken. Hätte gut sein können, dass wir den schon direkt kaputt kriegen. Er kommt nicht in den Rücken.
Dann gibt es einen Nahkampf. Aber wobei, nee, dann kann ich die ganzen Waffen nicht schießen. Ist ja Quatsch. Machen wir das. Ja, ich glaube, das zählte als linke Seite, nicht Rücken. Das wird auch nicht Rücken sein. Das ist echt ätzend. Das ist übrigens echt alles noch nicht unser Primärziel. Aber das ist quasi der Geleitschutz für das Primärziel. Deswegen gut, dass wir die jetzt ausgeschaltet haben. Habt ihr den Marauder gerade gesehen? Das sieht schon cool aus mit der Beleuchtung, finde ich. Auch hier mit dem Dampf und so, weil halt ein bisschen aufgeheizt. Ist schon echt nicht schlecht. Okay, aber weiter im Text. So, wir müssen nach da oben irgendwo. Dann machen wir das doch. Ich weiß nicht, ob das hier wegen dem Schnee oder was ist, aber die bewegen sich alle relativ wenig, finde ich. Da ist er. In einem 40-Tonner. Wieso kann ich den Archer da nicht hochbewegen? Ah, ist hier irgendwie so ein. Das ist natürlich doof. Schade, ich dachte, dass ich zumindest mit einem vielleicht sehe, dann hätte ich LSR schießen können indirekt, aber so wie es aussieht, komme ich hier nicht wirklich weiter. Zumindest nicht in Sicht, hier durch Sprinten, aber machen wir so. Also das ist ja albern. Mit seiner Supporting Lens, okay. Da wäre ein Engagement vielleicht noch okay gewesen. Aber Aethsien, der Zikade, sollte einfach denen weglaufen, weil er ist schneller als alles, was ich hier habe, sogar ein ganzes Stück. Und es ist völliger Blödsinn, mit einer Zikade hier jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, hallo, hier, killt mich doch. Also, ich meine, was soll denn das? Erstmal vor allem, um die Evasion runterzumachen. Deswegen habe ich den Archer noch nicht genommen. Mit dem Archer schieße ich jetzt gleich drauf, wenn ich eine bessere Trefferwahrscheinlichkeit habe. Wahrscheinlich finish ich ihn damit dann auch. Mission geschafft. Dann, ihr seht ja auch von der Schwierigkeitsstufe, das war jetzt. Also okay, ich meine klar, die Banshee hätte gefährlich werden können und auch der Hanspeck und alles da, das war jetzt nicht, waren jetzt nicht die totalen Lappengegner. Aber wirklich schwer war es jetzt auch nicht mit dem Zeug, was ich hier hatte. Also mit den Mechs, die ich da eingesetzt habe. Das waren ja noch nicht mal die schwersten, die ich habe. Weil ja einiges gerade aufgrund der Reparaturen quasi raus ist. Ja, das ist jetzt aber so eine typische Mission. Ich meine, wenn die so auch abläuft, keiner ist bei mir verletzt und Mechs sind alle nicht reparaturfähig, bedürftig, sondern da wird einfach Panzerung ersetzt. Glück gehabt mit dem Archer, dass da nichts Internes war. Panzerung wird ersetzt und gut ist. Dann passt das, weil das hat jetzt keinen Tag und nichts gekostet und wir haben die halt einfach so gemacht. Und so könnte man die jetzt hier alle runterrocken. Und das wäre, und hier dann vielleicht hinfliegen. Und das wäre halt überhaupt kein Problem. Mal gucken, den hatten wir gar nicht eingesetzt. Das heißt, das sind XP durch den Simulator. Kriegt da ein Piloting.
So, der Megasaurus war ja gerade dabei. Der kriegt erstmal hier, dass er besser schießen kann. Und dann gehen wir auch hier, damit er das Hitzeabfuhr-Dings da kriegt. Das ist nämlich echt cool. Gehen wir erstmal auf Taktik. Von wegen Minimalreichweite runtersetzen. Da weiß ich gar nicht, war der gerade dabei? Ich glaube nicht, ne? So, hat zwar voll viel XP, braucht aber noch ein bisschen was, weil es nur noch um die 10er-Werte geht. Ah, alles klar, er hat. Okay, machen wir Piloting Maximum und hier machen wir auch noch einen mehr. Geil, ist er fast auf Maximum. Sehr schön. Ist sowieso schon verletzt. Jawohl. Okay, ja, Tatsachen, keine Ahnung. Machen wir mal einen hier, machen wir jetzt so, ist doch okay. Ich denke mal, als nächstes geht es wirklich darum, die Mission runterzurocken. Ich würde ja ganz gerne, weil ich sagte gerade, hier kann man dann gut hinfliegen. Das Ding ist aber, man schon einiges für Davion gemacht. Ich meine, könnte man trotzdem machen, kommen wir nämlich trotzdem etwas näher dahin. Ich würde ganz gerne hier Richtung Marik und da mal was machen. Oder halt gucken, dass wir hier ein bisschen mehr von den, wie heißt es hier, Flashpoints machen. Den zum Beispiel. Also den ersten habe ich für die schon gemacht. Und eigentlich auch geil hier. Ein Solaris Gladiator hat seinen Neffen irgendwie ermordet und mit meiner Hilfe will er den der Gerechtigkeit oder seiner rechten Strafe zuführen. Wir sollen ihn leiden lassen und dafür werden wir reich. Vielleicht gehen wir in die Richtung. Expires in 162 Tagen. Da kommen wir ja locker hin. Da könnte man überlegen, ob man tatsächlich den Vertrag annimmt und dadurch etwas näher rankommt, da alles macht, was es zu machen gibt und dann einen weiterfliegt und den Flashpoint macht. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, aber bevor das läuft, müssen wir natürlich hier erstmal die ganzen Missionen machen. Mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, sind schon wieder eine ganze Zeit dran, aber ich würde sagen, eine machen wir heute noch und dann mache ich mal aus. So, arbeiten wir mal für Marik. Aber ist relativ easy, easy Schwierigkeit. Machen wir aber trotzdem. Wir gehen jetzt auch. Ah ne, wir machen hier ein, damit wir zumindest ein bisschen Loot aussuchen können. Oh, irgendwas ist gelockt. Ein Kataphrakt. Okay. Ja, spielen wir einfach nochmal so mit den Mechs quasi, die wir gerade hatten. Nur, dass einer halt mit einem Kataphrakt gelockt ist. Weiß gar nicht, ist es mein Kataphrakt? Ne, ist wahrscheinlich hier missionsbedingt. Meins ist, glaube ich, kaputt gegangen. Ich weiß es gar nicht. Aber war geil, der Typ, der hatte eine AK-10 als Hauptwaffe und der Typ, der da drin war, hat in einer Mission es geschafft, bei drei gegnerischen Mechs Kopftreffer zu machen und die dadurch direkt auszuschalten. Super cool. Konnte ich aber natürlich nicht alles looten, weil selbst wenn man hier höchste Lootstufe einstellt, hat man in der Regel ja maximal vielleicht fünf Dinger, die man auswählen kann. Ah, okay. Die haben quasi einen Kataphrakt, das ist nämlich ein Yao-Mech, also ein kapellanischer Mech, haben die erbeutet und jetzt, okay, Reverse Engineering, das heißt, die gucken, wie die den gebaut haben und sowas, aber die brauchen jetzt wirkliche Kampfdaten, deswegen schicken die mich damit quasi auf eine Mission. Die haben auch eine Piratenlanze schon entdeckt, die wird dazu dienen als Testobjekt quasi. Ich soll den da also hinnehmen, die Lanze kaputt machen. Und weil die aber nun mal kein anderes Kataphrakt haben, der ist auch relativ selten, außer halt bei den Kapellanern, darf der nicht kaputt gehen. Geil ist aber, dass das mein Pilot ist hier und ich nicht irgend so einen Lappenpiloten da mitnehmen musste von denen. Okay, inbound, da wird gleich Verstärkung kommen, macht aber nichts, machen wir alle kaputt. 20 Tonner ist ja lächerlich. Ja gut, ist nur zweier Schwierigkeit, ne? Direkt einfach drauf. Geil, trotz geringer Trefferwahrscheinlichkeit sogar ganz gut getroffen hier. Ja.
fast nichts getroffen. Ich meine, er hatte auch super miese Trefferwahrscheinlichkeiten. Aber ich hatte jetzt keinen Bock für ihn schon Resolve auszugeben, nur damit das dann auf 50, 60% geht. So Missionen sind aber halt ideal, um solche Piloten, die noch nicht so hohe Werte haben, mal einzusetzen, damit die einfach mal auch gut leveln und man, ja, die ein bisschen von ihren Werten halt verbessert kriegt, ohne das Risiko einzugehen, die Mission nicht zu schaffen. Fahrzeuge ist immer so ein Ding, also bei MechWarrior 5 ist es auch so, dass man Fahrzeuge wohl eher rausnehmen sollte, schneller rausnehmen sollte als Mechs, weil die halt immer alle nicht so viel aushalten. Okay, eine ganze Lanze, aber nur leichtes Zeug. Ist hier auch so, weil effektiv der Striker, den ich da gerade fertig gemacht habe mit seinen 35 Tonnen, der hat viel weniger durchgehalten als der Locust, hatte aber eine LSR 10 und eine KSR 6, die jetzt weg sind. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Telefon, kleinen Moment. So, Video wieder aufgenommen. Das war nämlich das, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Schon mal der Anruf. Jetzt fehlt halt nur noch DHL. Ja, und wir waren auf jeden Fall bei dem Panzer. Ihr seht das. Jetzt muss ich selber erstmal wieder reinkommen. Hier, der Locust lebt immer noch und hat halt kaum was an Waffen. Hat natürlich ein viel größeres Potenzial als dieser Striker, weil er einfach hier in den Rücken gehen kann, bla, und halt mehr aushält und so weiter. Aber, ich habe jetzt super schnell mit einer Salve diesen Striker weggekriegt und der hat halt eine LSR 10 und eine KSR 6 dabei, was auch echt eine Bewaffnung schon ist für, ja, ich sag mal, die schwersten leichten Mechs oder wo wir schon eher fast in die mittlere Kategorie gehen. Und naja, den habe ich jetzt schnell raus, dadurch fresse ich die Waffen nicht. Würde ich sowas ignorieren und würde einfach akzeptieren, dass der halt die ganze Zeit da rumsteht, hier ist wahrscheinlich ein zweiter, dann, ja, dann kriege ich einfach permanent diese Waffen ab, obwohl die Dinger eigentlich nicht viel können. Deswegen müssen die halt schnell weg in der Regel. Man muss halt nur immer gucken. Also zum Beispiel, ich würde es jetzt nicht pushen und hier irgendwie mich blöd hinstellen, nur um den zu treffen, sondern ich gucke jetzt natürlich erstmal, die sind alle gecovert. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich die beiden hier wegkriege. Wobei ich hier sogar schon sekundär die LSR da vorne hinschießen kann. Mache ich, glaube ich, auch. So, zack, zack. Ja, jetzt passt es auch. Da ist er nicht in der Minimalreichweite. Sieht ganz okay aus von den Trefferwahrscheinlichkeiten. Natürlich nicht so geil hier, aber okay. Er ist ja zum Lernen hier und hat gereicht. Der Pilot, also nicht der Pilot, sondern der Mech ist kaputt. Hier noch schön sekundär die LSR. Schon mal angefangen mit Schaden. So soll es doch sein. Striker Nark ist jetzt natürlich irgendwas anderes als der normale. Ich weiß gar nicht, ob der dann oder wie das hier mit dem Nark ist. Ob das ein eigenes, ja, ist ein eigenes Waffensystem. Da fördert keine KSE6. Ja, kein Plan. Den machen wir jetzt auf jeden Fall weg. Wäre vielleicht Overkill mit allen Waffen drauf zu schießen. Ah, hier Coolant Vent. Geil. Jetzt geht nämlich gut Hitze runter und jetzt schießen wir mal zumindest mal zwei, drei Medium Laser auf den Locust schon mal. Mist, war zu wenig. Muss der Marauder gleich nachsetzen. Scheiße, und der kann auch nicht aufteilen, weil der Pilot das nicht kann. Okay, so ätzend das auch ist, gehe ich dann jetzt mit ihm trotzdem komplett da drauf, weil das jetzt natürlich ziemlicher Overkill hierbei, zumal der schon beschädigt war, aber jetzt lieber hier diese LSR 10 rausnehmen, anstatt hier bei dem Locust irgendwie ein bisschen Schaden machen. Okay, und vergessen, dass ich den Highlander noch habe. Komme ich nicht in Reichweite für die kleinen Waffen? Nee. Dann gehen wir hier hin. Hier LSR auf 95% trotz der geringen Reichweite. Ist halt, der Typ ist schon richtig geil. Gut, Glück, dass ich direkt den Center getroffen habe. Da hätte jetzt natürlich dann wesentlich weniger gereicht, als hier alle Waffen reinzuschießen. Primary Targets sind down. Okay, ich könnte jetzt schon abhauen, aber ich sag mal, diese Lanze hier auszuschalten sollte ja wohl kein Problem sein.
Wobei ich glaube, mehr Erfahrung oder so gibt das nicht, weil das ist nicht abhängig von Kills oder von Missionslänge, sondern von dem Schwierigkeitsgrad. Ihr habt das gesehen vielleicht, wenn die Mission vorbei ist und da die Piloten immer mit den Mechs stehen, dann steht ja immer plus 3000 XP, plus 4000 XP. Das ist bei allen gleich, egal wie viel XP die schon haben und egal was die gemacht haben. Also selbst wenn man da einen Piloten bei hat, der noch gar nichts gekillt hat oder so in der Mission, ist es relativ egal. Aber trotzdem, einfach für den Spaß, machen wir die natürlich alle noch fertig hier. Wir müssen ja hier auch Combat Data sammeln für das Kataphrakt, ne? Deswegen, klar, machen wir jetzt. Auch noch gut Schadensreduktion durch die Deckung da, aber ja. Der geht halt trotzdem dann irgendwann mal down. Also der Highlander kann den Beschuss hier locker tanken von allem hier. Ein, zwei Runden lang. Deswegen habe ich ihn jetzt so hingestellt, weil ich hier weiter auf den schießen will. Ich glaube, das dürfte jetzt auch ein vielleicht Breaching-Shot sein, weiß ich nicht. Nee, ja doch, weiß ich nicht. Und dann zählt die Deckung nämlich nicht genau, ist es auch, wird auch hier angezeigt, weil es nur eine Waffe ist. Jetzt könnte man natürlich so aufteilen, dass man dem einen oder anderen hier, dem geben wir noch einen Breaching Shot, wobei den treffe ich kaum, den auch. Machen wir so, vielleicht, ist aber kein Breaching Shot, wenn ich mit den allen schieße. Ist egal, wir machen das jetzt so. Werde ich eh nicht treffen mit 30% Wahrscheinlichkeit. Ja, geil, hat sich doch gelohnt. Torso kaputt. Oh, doch, ein Laser sogar getroffen. Und hier war gar kein Breaching Shot notwendig, weil der hat keine Deckung. Und die PPK voll in die Schnauze. Geil. Sitzt ja auch einem mega fetten Mech. Kannst du auch lachen. Alle von denen ziehen vor mir, weil die alle leichtere Mechs haben. Ist aber jetzt im Moment relativ egal. Ja, Kataphrakt wird schon gut heiß, wenn man den so. Also wenn er in dieser Ausstattung ist, also einfach standardmäßig, heißt jetzt einmal PPK nicht mitschießen. Ja. Jetzt gerade kriegen wir auch immer noch die extra Hitze durch den Coolant Vent, aber ich meine, was soll's, macht nichts. Gut getroffen und kaputt, sehr schön. Man kann theoretisch auch immer mal drüber nachdenken, ein bisschen zu viel Hitze aufzubauen, also da irgendwie in den roten Bereich zu gehen, sag ich mal. Aber muss man halt echt immer gucken, ob es sich lohnt. Weil man hier ja, sobald man im roten Bereich ist, schon automatisch direkt Strukturschaden kriegt. Ist bei MechWarrior 5 auch so. Lass ihn einfach stehen. Ach scheiße, habe ich nicht stehen gelassen. Ja, okay, er kriegt das trotzdem, weil er irgend so eine Klonfähigkeit hat, denke ich. Geben wir ihm auch noch mal. Bleiben wir auf dem Firestarter. Hat tatsächlich mit dem Call Shot auch den Center immer mal getroffen. Ist natürlich geil, dass der Firestarter jetzt direkt schon raus ist. Highlander ein bisschen auf Distanz für die LSR. Fast egal, gehen wir auf den Locust. Krass, direkt mit der PPK den Center getroffen. Ist natürlich Lucky Shot. Aber auch alles andere, was noch eingeschlagen ist. Also. Und wenn man so weit überlegen ist, also so viel krass fettere Mechs hat, dann ist es auch relativ egal, was man zuerst angeht. Also ein Jenner wäre jetzt. Wobei der Firestarter ist wahrscheinlich gerade etwas gefährlicher gewesen als der Jenner. Aber Jenner und Firestarter sind definitiv gefährlicher als hier die Locusts, die hier zuerst rumgehüpft sind. Aber
Wie gesagt, egal, die Mechs sind alle so fett und ich panzer die auch eigentlich immer auf. Also Kataphrakt jetzt nicht, das ist ja nicht meiner, aber der hat standardmäßig auch genug Panzerung, wobei es jetzt hier bei ihm dünn wird. Da kann man sowas mal ein paar Runden einstecken. Habt ihr ja auch gesehen, im Center ist der schon getroffen. Das heißt, ich werde jetzt mit den Leuten, die drauf schießen, auch wieder Precision Strike Center Torso machen. Ja, das war kein Center Hit, alles keine Center Hits. Also er hat jetzt komplett drumherum geballert. Jetzt ist es auch fast egal, weil der Jenner eh jetzt hier komplett, fast komplett down ist. Aber sonst hätte ich nämlich gedacht, okay, komm, einmal Call Shot Center, dann trifft er nochmal den Center, dann ist er direkt weg. Das war jetzt ein Center-Hit. Aber war automatisch, denke ich, weil die rechte Seite eh schon komplett weg war. Tja, alles ausgeschaltet, keine eigenen Schäden, also nichts Reparaturdürftiges, keine verwundeten Piloten, also besser geht's nicht. Erfahrungspunkte gemacht, gut Kohle gekriegt und dadurch, dass wir die jetzt alle gekillt haben, noch 25% extra Bezahlung. Das bringt natürlich nichts, wenn man jetzt hier hätte wieder irgendwie was reparieren müssen. Musste man jetzt aber nicht, aber ihr seht's hier, ne? Er hat nur einen Kill, er hat insgesamt drei Abschüsse, die kriegen alle gleich viel XP, obwohl der eine er hier schon viel höher ist im Level als er. Ist aber trotzdem ein System, was ganz gut funktioniert. Man muss halt wirklich immer gucken, dass man, tja, will ich davon irgendwas haben? Eigentlich fast nicht. Nehmen wir den, haben wir einen kompletten Mech. Ja, man muss halt immer gucken, wie man sich die Piloten so ranzieht. Also ich finde geil, dass die gleich viel Erfahrung kriegen. Bei vielen Spielen und Level-Systemen ist es ja so, dass die, die ein höheres Level haben, dann auch ein paar mehr XP kriegen, damit das irgendwann, weil sie einfach viel, viel mehr XP brauchen, um Level höher zu kriegen. Ist ja hier auch so. Also wenn ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, hier die ersten Punkte kann ich ja relativ hier 400 XP, um einen so einen Punkt dazu geben, hier schon 900, 1600. Wenn ich dann aber irgendwo hier hinten bin, na, wo haben wir mal einen? Hier. Da habe ich 8100, um dem noch so einen Punkt zu kriegen. Das heißt, wenn er jetzt immer nur 2000 kriegt, dann macht er, was weiß ich, 4, 5 Missionen, um überhaupt einmal aufzusteigen. Wohingegen so ein kleiner Typ hier, wenn er so wenig nur ausgeben muss, der macht in 4, 5 Missionen, wo er jeweils 2000 kriegt, kriege ich den direkt komplett bis hierhin oder sowas. Aber trotzdem ist ganz cool, denn so muss man selber ein bisschen darauf achten, wen man wo einsetzt. Und es ist ja auch total logisch, dass man. Ja, Jenner brauche ich jetzt nicht mehr. Es ist ja auch total logisch, dass man sagt: Okay, pass mal auf, um die neueren Piloten irgendwie ranzuziehen, machen wir jetzt hier. Gibt es hier überhaupt keinen Shop oder so? Scheinbar ja nicht. Naja. Nee, um die jetzt irgendwie mal so ranzuziehen, machen wir das halt so, dass wir in den kleineren Missionen Frozen World unbewohnbar, Ruins, okay, hier gibt's auch gar nichts. Colony died out, okay, hier gibt's überhaupt nichts. Naja, mal ganz davon abgesehen, dass wir mit denen eh total verfeindet sind. Nee, aber man muss halt gucken, wo man wen einsetzt und ich finde das geil, dass man halt quasi seinen Nachwuchs, sag ich mal, ein bisschen fördert und dann eben so Missionen wie diese hier gerade nutzt und sagt, okay, ich setze jetzt nicht hier die Elite-Piloten ein, sondern nimm die, die etwas schwächer sind oder so, da noch nicht so hohe Werte haben. Nimm vielleicht einen Elite-Pilot mit, damit er auch im Zweifelsfall alles alleine kaputt macht oder so. Und renn dann halt easy durch diese Mission durch. Gut, hier ist jetzt noch ein bisschen was zu machen und es geht ja dann weiter Richtung Flashpoint. Ich denke, ich werde die Mission und vielleicht auch die hier vom nächsten Planeten einfach mal so machen, werde aber den Flashpoint dann auf jeden Fall aufnehmen. Vielleicht auch komplett, dann zocken wir einfach beim nächsten Mal komplett den Flashpoint durch, das wäre ja cool. Also, ne, nächstes Mal geht's nach Hero Titus. Genau, und den Rest hier, den zocke ich quasi ohne Kamera, also ohne Aufnahme. Und ja, dann würde ich sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.